Aber ich glaube, er hat gesagt kräftig, oder? Geht ja. Einen schönen guten Abend. Danke, dass ihr da seid. Wunderschön, gell? Lässig im Bad Hall. Weihnachten habt ihr gut überstanden, ja? Neujahr auch. Habt ihr alle Geschenke schon umtauscht oder auf eBay verkauft? Man weiß ja heute wirklich nicht mehr, was man schenken soll. Der Bub hat auch einen Opa gefragt, sagt, Opa, du, was wünschst du heuer Weihnachten? Soll ich dir eine Sexpuppen kaufen oder einen Sack voll Nis? Sagt der Opa, geh, Bub, da weißt du ganz genau in meinem Alter. Tut mir sich beim Beißen schon so schwer. Die Weihnachtsmärkte und die Christkindlmärkte waren heuer durch das milde Wetter sowas besucht wie noch nie. Der Glühwein ist geflossen in Strömen. Rauschige hat es gegeben wie noch nie. So richtige Advent-Ballermanns waren das heuer. Aber das milde Wetter verdanken wir unter anderem auch VW. Weil VW hat ja mehr ausgeblasen in der ganzen Welt, als was zugegeben hat. Und keiner hat was gewusst. Dabei waren die schon immer vorbereitet. VW hat das schon immer gewusst. Darum ist auch die Umstellung jetzt ganz leicht, weil VW, das Zeichen hat schon immer gegeben, jetzt drehen sie es einfach um, dann heißt es mehr Abgase. Wir werden ja überall belogen. Überall. Aber Lügen haben kurze Beine. Auch unser Feimann hat kurze Beine. Unser Kandispanzler, Bundeskanzler. Wie er gesagt hat, mit der Steuerreform ist uns was Großes gelungen. Ja, bei seiner Hechen ist schnell was groß. Nein, wir werden überall belogen. Unser Präsident, der Fischer, hat gesagt bei der Neujahrsansprache, es war so ein wunderschönes Jahr und er hatte nicht feststellen können, dass zwischen den zwei regierenden Parteien Unstimmigkeiten oder Streitigkeiten waren. Ab dem Zeitpunkt habe ich gewusst, es ist Fasching. Na, aber wir werden ja wirklich überall belogen. Nein, in der Politik war es das anders. Wir wurden nicht richtig informiert. Aber der Fisch hat sich jetzt bald um. Jetzt haben wir ja die Wahlen. Bei der ÖVP ist der Brüll angesprungen. Sind sie da gestanden. Der Brüll hat gemeint, nein, in Österreich kandidiere ich nicht. Ich kandidiere in Amerika, da haben sie die Schwarzen leichter, hat er gesagt. Jetzt haben sie einen neuen Kopf suchen müssen, die ÖVP. Haben auch gleich einen gefunden, einen Kohlkopf. Aber wenn man das so anschaut, die Umfragen, haben die zwar von den Großparteien überhaupt keine Chance. Dabei hat es irgendwie geheißen, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber wenn der Hund Van de Bellen heißt, da weiß ich nicht ganz genau, ob er die wegen einer beißt. Die FPÖ hat jetzt umgeschaltet, zuerst haben sie die Stenzler gehabt. Stenzler haben sie gehabt, ja, die setzen wir ein. Die Unterstützungskomitee pro Stenzel, Abkürzung Prost. Da sind sie aber gleich wieder weggekommen und gesagt, nein, wenn die Prost lesen, dann glauben sie, der Häupi kandidiert. In Spanien haben sie auch Wahl gehabt, da haben die, das war so ein Richtungsweiser, Spanien, die Revolution, da hat auch so ein ganzer Junge gewonnen, ein Haufen Stimmen dazu gewonnen, Iglesias hat er geheißen, und die Damen im Europaparlament, die haben geschwärmt bei der Iglesias, ist ein ganz klar junger Fäscher mit seinem Rußschwanz, und die haben gesagt, und schöne Haare hat er auch. Aber wenn man sonst so reinschaut in die Zeitung, die Schlagzeilen, da denkt man, die Welt gerät aus den Fugen und weit und breit kein Fliesenleger. Sie Terroralarm alle Wochen irgendwo. Sie, Weihnachten war sogar Terroralarm in Wien beim Strache. Ja, der hat angerufen, Cobra sofort kommen. Er hat ein Paket bekommen mit weißem Pulver und mit islamischen Halbmonden drinnen. Da ist die Cobra ausgerückt, gleich mit dem ganzen Kommando zum Strache hin. Und wie sie dann die Schachtel mit den Vanillekipferl entsorgt gehabt haben.
War da ein Alarm vorbei. Aber sie, da waren noch dabei, die haben mir erzählt, der Strache hat sogar ein Weihnachtskrippel unter seinem Christbaum stehen gehabt, ja. Rundum einen Grenzzaun. Und statt die Schafe waren Schäferhunde drinnen, kleine. Und statt die Hirten Polizisten. Und die Heiligen drei Könige sind außerhalb vom Zaun gestanden. Weil er gesagt, die kommen vom Bär sehen, die sind ein Wirtschaftsflüchtling, hat er gesagt. Aber wir haben von der Wirtschaft drin, Weltwirtschaft, die steht da gar nicht so rosig da. Sogar die IS-Kämpfer, die Dschihadisten müssen sparen. Die haben jetzt, haben sicher gelesen, den Sold von ihren Kämpfern um die Hälfte gekürzt. Jetzt müssen sogar die IS-Kämpfer ihren Sprengstoffgürtel enger schnallen. Aber die suchen trotzdem immer noch Leute und es melden sie Leute. Aber die Ausschreibung von denen ist ganz normal wie bei uns. Da haben gesagt, Sekretärin gesucht. Zweite Zeit, wie viele Anschläge bringen Sie pro Minute? Das steht bei uns in der Ausschreibung. Ah, da bin ich der Sekretärin. Aber Wirtschaft, ja, in Österreich sind wir ja auch nicht gar so. Aber so schlecht sind wir nicht, wie der Leiter gesagt hat, wir sind abgesandelt. Nein, das sehe ich nicht so. Weil zum Beispiel beim Saufen sind wir hinter Litauen an zweiter Stelle in Europa. Und die packen wir auch noch. Aber beim Saufen sind wir nicht schlecht, weil unsere Winzer, die gewinnen ja international Preise für ihre Weine. Aber eins ist halt schon, was wo am Wein bestößt, ist wieder komplizierter. Was da brauchst du schon fast ein Wörterbuch, was irgendwo am Wein bestößt. Früher, zu Glykolszeiten, wo es dann Doppler noch bei 10 Grad minus am Balkon lagen hast können. Da haben zwei Wörter genügt, rot oder weiß. Und heute braucht ein Wörterbuch, was du beim Wein bestellst. Aber den Milchbauern geht es nicht so gut wie den Weinbauern. Nein, mit dem Milchpreis derzeit, jetzt stehen auch viel auf Biogasanlagen um, ja. Kann ich gut verstehen. Weil jetzt verdienst du mit der Scheiße von der Kuh mehr als mit der Milch. Jetzt schauen wir, was gibt es sonst noch Wichtiges in der Welt? Ja, das Dschungelcamp ist wieder im Fernsehen. Habt ihr das gesehen? Das ist wichtig. Sie, da sind so wichtige Leute dabei. Da ist einer dabei mit einer mit solchen Augen. Körbchengröße K7. Das ist die Vorstufung von der Hängematten. Sie, die hat sich sogar die Bananenfalten operieren lassen. Wissen Sie, wo die Bananenfalten ist? Na, nicht da. Die ist da hinten. 3.000 Euro kostet die Operation. Da kannst du wirklich sagen, die 3.000 sind für den Arsch. Da steht da, unser Mitterländer Bundeskanzler Stellvertreter hat seinen 60. Geburtstag gefeiert. Auf seiner Party waren 650 Gäste. Also alle, die bei der letzten Wahl in Wien ÖVP gewählt haben, waren vollzählig vertreten. Wenn man die Sportzeiten anschaut, ja. Mehr Skifahrer sind derzeit auf Reha als wir auf der Piste. Aber es war schon immer so. 80% sind Voltaren-Werksfahrer gewesen. Und wenn man jetzt in Fußball schaut, bitte, was da abgeht. Bei der FIFA geht es zu wie bei der Mafia. Obwohl man das nicht sagen darf. Man darf die Mafia nicht beleidigen. Oder in Deutschland wegen der Fußball-WM, da wird auch geforscht. Und da sind 6 Millionen Euro verschwunden. Darum ist jetzt der Uli Hoeneß vom Gefängnis freigekommen, frühzeitig. Weil sie brauchen einen Platz für den Beckenbauer. Ja, und die Vergabe nach Katar zu der WM, das ist ja auch irgendwo. Die haben nicht einmal Menschenrechte dort. Sie hat also in der Zeitung in Katar gestanden, ehrlich, Henker gesucht. Das war bei uns unmöglich. In einer Zeitung Henker gesucht. Bei uns müssen wir drin schon Henkerin gesucht. Ja.
Da steht im Vatikan Skandal. 1000 Kondome gefüllt mit Kokain sichergestellt. Ja, das war eine Aufregung. Aber nicht wegen Kokain, sondern wegen die Kondome. Und der Fluglosenstreit steht da in Deutschland, wurde vorübergehend beendet. Das war ja auch kein so ein Volk. Alles ist gestanden, nichts ist geflogen. Aber die Armen waren dann die Piloten. Weil die haben in der Zeit daheim mit der eigenen Frau schlafen müssen. Und da steht, die Weltbevölkerung ernährt sich ungesund. Ja, darüber gibt es viel, da kann man viel diskutieren. Über die richtige Ernährung. Ich habe einen Urlaub kennengelernt, der hat gesagt, er lebt nur von Obst und Gemüse. Sag ich, bist du Vegetarier? Na, das ist schon Gemüsehändler. Ja, die Vegetarier. Sie, die machen das nicht wegen Annehmer. Nein, es gibt auch dicke Vegetarier. Die sogenannten Biotonnen. Rakete 1 und 2 und 3. Da hört man dann zum Beispiel solche Sätze wie in der Kirche bei der Erstkommunion oder bei der Kommunion. Bitte, kann ich statt den Leib Christi eine Dornenkrone haben, weil ich bin Vegetarier? Oder bitte keine Blutrauschen, weil ich bin Vegetarier? Sie wissen, warum Vegetarierinnen beim Orgasmus nicht schreien? Weil sie nicht zugeben wollen, dass ihnen so ein Stück Fleisch gut tut. Rakete 1 und 2 und 3. Die wollen ja nicht gesund sterben. Wobei Vegetarier sterben nicht, die verwelken. Und dann gibt es die eingefleischten Vegetarier. Das Wort ist schon geil. Eingefleischter Vegetarier. Das sind die Veganer. Die Gemüse-Taliban. Sie, die tragen nicht einmal Schuhe aus Leder. Nein, die tragen Schuhe aus Hanf. Die werden zwar schneller hin, aber man kann es nachher rauchen, haben sie gesagt. Und die verständigen sich alle über Facebook. Das Facebook ist ein Wahnsinn, bitte. Ich habe neulich einmal reingeschaut. Das ist ein Wahnsinn, was da bekannte Leute drin sind und was die da reinschreiben. Was für ein Scheißtrick. Ich war essen mit meiner Frau. Wen interessiert das? Ja, der schlechtes Gewissen mit seiner Worten und Gedissen und macht dann nur ein Foto. Nicht von der Frau, vom Essen. Hätten Sie früher ein Foto gemacht beim Essen und gesagt, schau, das habe ich gegessen oder vorige Woche habe ich das gegessen, schaut sie, na, Katastrophen. Aber wie gesagt, alles regt sich auf und über die Abhorchen und alles und jeder steht alles ins Facebook rein. Jetzt bin ich ein wenig rausgekommen, es ist wurscht. Rakete 1! Das mache ich morgen auch wieder. Oder der eine schreibt eine, sind in Urlaub glücklich, danke, dass ihr zwischendurch unseren Wachhund aufgenommen habt. Vergesst die Blumen nicht zu gießen, liegt der Schlüssel im Gemüsegattel. Das ist die App für die Einbrecher. Oder der andere schreibt eine, aus Sicherheitsgründen sind wir nicht, sage ich nicht, wo wir sind, macht ein Selfie und im Hintergrund sehe ich den Eiffelturm. Aber wenn man schaut, überall im Gasthaus, im Zug, am Bahnhof, es redet niemand mehr mit wem. Jeder huckt vor seinem Kastel und dort eindrucken. Es gibt keinen Kontakt mehr. Darum gibt es auch die vielen Kontaktbörsen. Heute kriegst du nur mehr eine Freundin, weil du nur mehr reinschaust. Da gibt es das Elitepartner.de, kennst du das? Kontaktbörse für Akademiker und Singles mit Niveau. Auf Deutsch, der Herr Doktor sucht der Alte. Das ist das Gegenstück zur Bauersuchtfrau. Und für alles gibt es heute schon eine App.
für die Hastier, fürs Licht, für die Jalousien. Es geht nichts mehr ohne App, du kannst ja von überall alles machen, sogar für den Kühlschrank. Wenn die Milch gar ist, hast du am Smartphone geschaut, die Milch ist gar. Wenn du heimkommst, hast du die Milch vergessen, kannst du die gar nicht mehr aufsperren. Es gibt so eine App, sogar, dass der Wirtshaus findest. Da habe ich noch nie ein Problem gehabt. Ich brauche eine App, dass ich wieder heim finde. Aber es gibt schon eine Gesundheits-App. Da brauchst du gar nicht mehr zum Doktor gehen, alle zur Gesunduntersuchung. Am Klo wird Abgaswerte alles gemessen. Cholesterin, Urin, das wird alles vernetzt mit dem Doktor. Und dann regen sie die Leute auf mit dem Elsa, das wollen wir nicht umhaben auf die E-Card. Dabei geben sie selber alles preis. Wenn sie sich eine Kundenkarte wo beim Biller nehmen, da schreiben sie alles auf. Kann da passieren, was du zum Biller gehst und kaufst eine Flasche Schnaps. Bei der Kasse nimmt dann die Kassiererin das weg und sagt, was kriegen uns so erhöhte Leberwerte. Dann sage ich ja, App und fertig ist der Depp. Darum höre ich jetzt auf, weil ich muss sofort heimgehen, im Facebook posten. Was für ein Glas Publikum ihr wart. Vierte.